Okay, da muss man, im Englischen würde man es fragen, what is the obsession with eggs here? Den gucken wir uns jetzt mal an. Bagger. Super Mario Bros. Chaka! Was auch immer das sein soll. Okay. Checker oder was? Keine Ahnung, ich bin Oder bist du Chaka bist und habe unsichtbar? kein Gesicht. Und da ist ein böser Chaka. Deswegen, keine Ahnung. Also da muss ich mir welche, was Chaka sein soll. Jetzt hast du ein Gesicht, aber What? der Rest fehlt. Never skip any day. Gottes Willen. Okay. Okay. Da fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht ein, was ich dazu sagen soll. Mir auch nicht. Das ist etwas ungewöhnlich. Ich könnte jetzt echt nicht sagen, was das sein soll. Ich bin wieder klein und unsichtbar mit einer Mütze. Okay, also. Ach du je. The fuck? Und. Circus Ma. Ja, Circus Mario. Okay. Ey, ist das nicht dieses Circus Zirkusland Charlie? oder so. Ist das nicht dieses Zirkusspiel? Ja! Oh Aber du Gott. bist Mario auf einem Koopa. Warum nicht? Ich meine. Okay, ich war. Dann bist du Das halt nicht Spiel. im Zirkus, so, auf einem Löwen, sondern du bist halt Mario mit I do the mark. Koopa. Yeah! Oh, also da sehe ich jetzt nichts Schlimmes dran, ehrlich Boing gesagt, an dem und Hack. boing. Din 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 din. Und verbrannt bist du. Ja, Wow. aber. Okay. Wow, es ist Super okay. Mario Bros. Cloud 9. Bist Ist du. das so ein komisches Gesicht? Das sieht aus wie diese ASCII-Emote, dieses eine ASCII-Zeichen. Da gibt es so ein ASCII-Zeichen, das sieht genauso aus. Okay, die Wolken sind Was für eine böse. Aske. Du sammelst einen Goomba ein und wirst zur Wolke. What? Ah, jetzt siehst du, was ich meine wahrscheinlich. Dieses komische über dem Boden schweben. Ja. Das ist sehr komisch, Habe ich also. auch mal Chicken gesehen. Jetzt bist du nur eine kleine Wolke. Jetzt bist du ein kleines ASCII-Zeichen. Jetzt bist du nur eine Wolke. Weird. Also. Naja, aber ey, mein Gott, immer ist halt weird. Es ist nett. Es macht halt, was es sagt. Ich bin Klar. verwirrt, weil ich keine Beine habe. Ich bin halt, ich muss halt trotzdem immer wieder sagen, ich verstehe nicht, was, wenn ich schon. Blitze. Ich Ja, schieße passt Blitze. aber. Ich verstehe halt nicht, weißt du, jemand macht sich diese Mühen, weil es sind Hacks, glaube ich, bis 2004, 2005, 2006 rum drin. Ja. Und ich verstehe halt nicht, warum macht sich jemand die Mühe und macht so ein Hack im Endeffekt, wenn sich dann das ist ein kleiner Sprite-Hack. Bon. Das verstehe ich halt nicht ganz. Crappy. Crappy Okay, Mario, da kann ich ja nichts okay. erwarten. One Pterminator Gout. Ist das russisch? Probiert? Ich habe keine Ahnung. Oder bin ich. Was Ich ist sehe denn aus wie das? Zorro. Was ist die. Was ist alles? Ist es nicht Chineser? Ist das Zorro? It's odd, ja, das ist es wirklich. Ich bin Zorro. Hallo, ich bin Mario. Hallo. Ach du gute Güte. Boing. Was? Und du schießt. Heute. Pluszeichen. Und da steht irgendwas dran. I346. Okay. Gott! Also ich muss ja sagen, weißt Ach, du, warte. es sind im Endeffekt alle Spiele, die sind spielbar theoretisch. Aber praktisch ist es halt komisch, weil. Mein Gott, was soll das sein? Ist das meine Bunker? Wario. Ach, du bist nicht Mario, du bist Wario. Ja, Ich aber bin irgendwie hat Wario. das so behindert den. Ich kann Das dir Ding nicht gekartet, sagen. guck mal. Ich hab so komisch das Ding gekartet, dass da oben auch die Zeit läuft. Okay. Und vor allem. Keo. Ein Tetris-Block. Okay. Ja. Was macht er da hinten? Ich will es nicht wissen. Donkey Kong Special Cure for Cancer. Was? Spooky Kids. Oh, das ist der. Ein Hack von Donkey Kong. Okay. Wenn du mal stoppt. Das ist doch Carnage, oder? Gar nicht. Special Cure for Cancer. Okay. What the heck? Ist das jetzt der Anti-Emo- das Anti-Emoji-Spiel oder was? Cure for Cancer? Also, ich komme damit nicht klar. Ich wette mit dir, Carnage ist irgendein Comic-Held oder so. Da gebe ich dir die Hand drauf. Wir kennen ihn halt bloß nicht. Weil ich persönlich hatte nie groß mit Comics zu tun, Ja, außer die Mickey Mouse Frage und ist halt, Yps. die Sache ist, ich verstehe nicht, was ist da. So. Ich Aber auch. ich habe es nicht verlernt, das Spiel.
bin bei Donkey Kong 64. Hab ich das Kind. Oh ja, ein Donkey Kong 64. Okay. Cyber Mario. Cyber Mario. Okay. Sys 1-1. System Power. Okay. Ja, damit musst du dich auskennen. Diskette. Ja. Mario, Mario. Ich und muss die Bumba, alle ich mag, dass die Bumba so kleine Antennen auf dem Kopf haben. Seine B-Rüste darstellen. Wahrscheinlich. Also ist es bei Weitem nicht der schlechteste Hack, aber es ist bei halt Weitem auch nicht der beste. Sprite. Es Gott, ist jetzt Dark Cecil. Cecil? Ich kenne den Namen. Cecil? War das nicht irgendein Final Fantasy Charakter? Doch, ja, Final Fantasy 4. Dragon Knight von Fire Emblem. Final Fantasy 4 müsste das gewesen sein, glaube ich. Könnte auch oder Drachenklasse oder was? 5? Nee, ich glaube 4. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir da nicht so sicher. Bei manchen Sachen kenne ich mich nie so aus. Ich hasse diese Sprungmechanik. Ja, die in Mario Bros. War die Sprungmechanik etwas arg. Also da muss ich auch sagen, habe ich immer noch Schwierigkeiten. Mario 2 Dinobot Edition. Das hat irgendwas wieder passiert mit Transformers natürlich. Das haben wir Mario-Bot, Luigi-Bot, Toad-Bot und Peach-Bot. Ja, mach einfach mal Mario-Bot. Und in den Mario-Bot. Was? Ist das Optimus Prime oder was? Rodimus Prime oder wie die Dinger heißen? Ich bin nicht so der Experte in Transformers. Ich das bisschen Mini-Wissen, was ich hab, kommt von AVGN. Und wie kann ich Gegner aufheben? Ich glaube mit B? Ach, keine Ahnung. Whee. Ach, man kann den Superjump sich aufsparen? Ich dachte, man muss das sofort machen. Keine Ahnung. Ist das. Ich hole die Brust eines anderen. Okay. Okay, ja, das funktioniert. Ja. Oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Ah, so geht das. Also, das sieht, tut mir leid, das ist ja furchtbar. Ist ja aus wie ein Dino. Ja, das sieht ja furchtbar aus, also. Ding, ding. Was wirst du da, kleine Roboter? Ich glaube ja. Ich gedenke zu wissen. Sind das. Oh, ey, guck mal, sind das kleine Autos da unten am Boden? Ja. Weird. Also. Na gut, weird. Aber weird. Und ich darf Dismembered Mario spielen. Ich bin eh verwirrt, von dem her ist es mir egal. Oh. Ein geköpfter Mario. Oh. Und, oh ja, cool. Da schießt sogar das Blut raus. Okay. Uncool. Was soll das? Nein, ich frag schon gar nicht mehr, was soll das sein, weil da sind wir. Ne. Okay. Klapsen? Kacksen? Ist der böse? Du gesündig. Ich finde ja witzig, dass selbst die Hand irgendwie das Member ist. Ach, das ist die Hand? Ja, guck dir das an. Sah aus wie so eine Nase. Okay, ich spiele einfach geköpfter Mario mit irgendwelchen komischen Viechern. Okay. Ich glaube, du bist in der Hölle. Ja, irgendwie. Es ist eigenartig. Und jetzt bin ich ein geköpfter Mario, der. Hört nicht, stoppt jetzt. Pickaxes wirft, oder? Es sieht aus wie so eine. Was war Pickaxe auf Deutsch? Ja, so eine Spitzhacke. Spitzhacke, danke. Super Mario Bros. 2, Doki Doki Panic. Ah, ist das wichtig. Das Originale. Ja, das ist das Original Doki Doki Panic einfach. Ja, das ist. Mario Bros. 2 ist ja früher. Ist ja eigentlich Doki Doki Panic. Weil man ja damals gemeint hat. Oder. Ich weiß nicht, ob man das wirklich jetzt gemeint hat, aber man hat anstatt den Lost Levels, wie wir es heute kennen. Das war Mario Bros. 2 in Japan, aber bei uns war hier dieses Doki Doki Panic einfach Mario Bros. 2. Man hat bloß einfach die Sprites getauscht. Deswegen fühlt sich's nicht an dem Mario-Spiel. Ja, das war der ganze Hintergrund. Das war halt ein Traum und dann passt das. Weißt doch, Traum geht immer. Das ist ja kein Traum. Und dann wahrscheinlich Münzen, ja. Okay, also ist das. Ah, und daher kommt auch Peachs Flugfähigkeit. Sie ist eigentlich ein Djinn oder sowas, vermutlich. Okay. Ich kenn's Spiel nicht. Donkey Kong 3 wird wahrscheinlich das originale Donkey Kong 3 sein, vermutlich. Ja, das originale Donkey Kong 3 einfach. Schieße dieses komische Mittel einfach in seinen Hintern. Oh nein, sie haben die Pflanzen. Da. Okay. Ja, das ist Donkey Kong. Donkey Kong Junior Lesson.
Okay, das ist Donkey Kong Junior. Ja, ein Klassiker einfach. Nicht. Ups. Au. Du hast dein Eier zerquetscht. Donkey Kong. Warte mal, ich will jetzt aber wissen, was ist Lesson? Was ist Donkey Kong Junior Lesson? Ja. 53 plus 11 sind 64, aber wie kann ich dem das sagen? Ach, egal. Fuck. Calculate A. Plus 35. 35. Ja, was muss ich jetzt machen? Blättern. Ins Wasser springen. Okay. Das plus 35 ist einfach Wasser. Okay. Donkey Kong. Also okay. Jetzt sind wir, glaube ich, so ein bisschen bei den Standardspielen. Ich glaube, jetzt sind wir so ein bisschen bei dem, was jetzt nicht ganz so interessant ist, weil es ist, ja, es ist Donkey Kong. Donkey Kong. Classics? Das ist eigentlich das gleiche, bloß nochmal. Mit Donkey Kong Junior. Mit 2-in-1 Cartridge, oder? Ja. Okay. Donkey Kong Junior hatten wir jetzt schon. Mario Brothers featuring Dora? Dora the Exploder. Ich wollte gerade sagen, Dora the Explorer? Oder was? Was ist das? Dora? Hä? Nee, das war aus dem Anime. Ja, ja, war das nicht Doraemon? Ja, genau, Doraemon. Ja, das. Ich hab doch gewusst, ich hab das da nie gesehen, aber das kommt mir so. Ich glaube, ich hab das mal irgendwo gesehen. Ja. Bin einfach Doraemon. Die Augen. Hi. Ja, ich glaube, oder Doraemon oder so ähnlich halt. Okay. Doraemon, irgendwie so. Ich google das jetzt mal. Dr. Fred und Dr. Mario. Aha. Moment, diesen Doktor kenne ich. Oh, wo zum Teufel gucken? Hab ich jetzt mein Handy? Ich wollte es gerade sagen, kannst du meins nochmal? Meins finde ich gerade auch nicht. Ist natürlich jetzt, ist jetzt auch schon, jetzt wollte er. Ich hab mein Handy gerade eben in der Hand gehabt. Ach, da ist er. Ah, hast du es. Okay. Und dein Handy ist direkt neben dir. Was, echt? Wo? Na. Oh, da. Also, den kenne ich doch. Das ist doch aus Haunted Mansion oder so ähnlich hieß das Spiel. Die. Du musst das Die stoppen. Ja, das ist, nee. Maniac Mansion? Irgendwie so hieß das Spiel. Haunted Mansion, Maniac Mansion, irgendwie so. Doraemon. Und das ist der Dr. Fred, natürlich. Und der muss jetzt also. Ja, der hieß Doraemon. Doraemon? Ja. Ah, okay, Doraemon. Die, also. Die 1970 zum ersten Mal die Öffentlichkeit präsentiert wurde. Ja, das ist gemacht. Ziemlich simpel, also wirklich alter Anime. Okay, also. Fred hat einen Dr. Hateo. Dr. Hateo. I hate it. Dance Techno. Was? Techno? Oh, Dance. Was ist hier Dr. Hateo? Da oben. Ich könnte jetzt nicht sagen, was das genau sein wird. Ich hätte jetzt was halt, was irgendwas Böses erwartet, aber hier ist nichts nichts Offensives. Nichts bemerkenswert Böses oder sonst was. Also ich sehe jetzt wirklich keinen Grund, warum das jetzt schlimm sein soll. Okay. Mario. Oh. So, wir machen noch Dr. Manson. Okay. Der hat auch lange Haare. Oh, mal chill rein. Okay. Der sieht irgendwie ulkig aus. Der sieht wirklich ulkig aus, also. Ich werde mir jetzt auch irgendein bekannter Charakter oder sowas, wir kennen ihn bloß noch nicht. Weltberühmt, allgemein unbekannt. Weil ich glaube jetzt mal nicht, dass das ist definitiv nicht Marilyn Manson. Warte? Ich weiß es nicht. Also, ich habe keine Ahnung. Und da ist jetzt auch nichts Besonderes, wenn jetzt halt hier irgendwas kaputt geht. Also, ich sehe hier jetzt auch hier gilt halt, gut, ich meine, Dr. Mario ist geändert, aber sonst. Jetzt kommt kein Blaues mehr. Jetzt kommt wirklich gerade nichts. Ah, da kommt was Blaues. Mein Gott. Hat jetzt auch gedauert. Okay. Ja, das ist nix. Was nix mich jetzt so wundern würde. Mario in Europe. Dr. Mario Europe. Ah, ich glaube, jetzt sind wir so ein bisschen in den. Das ist so der Standard. Okay, dann mache ich mir mal ein leichtes Level. 20, hi und los geht's. Okay. Ach, okay, man merkt, dass das eine US-Cartridge ist. Eigentlich, eine US-CD. Dr. Mario. Dr. Mario versus
Okay, was ist das? Ich hab keine Ahnung. Spiel mal. Guck mal, was ich versuch's. Norm, High, Fever. Wieso habe ich irgendwie ein Level? Was zur Hölle? Mario auf Drogen? Ja, ich kann nicht lenken. Dann ja. Crystal clear. Oh, okay. Okay, das sieht aus wie so Atari. Naja, es sieht interessant aus. Also, es ist halt so ein neonfarbenes Donk. Dr. Mario. Donk. Donk. Ja, Freeze. Wow. Wow, wir haben High-Quality-Zeug hier. Ich glaube, das ist rot. Ich glaube, gelb. Ist hier überhaupt gelb? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nix. A, B, C, D, E. Oh. Ey. Bester Pause-Screen ever, abcde. Dragon Mario. Okay. Es sieht aus wie das ganz normale. Dragon Mario Brothers. Fragezeichenblöcke sind fly. Und Dragon Ball. Oh. Das soll ein Drache sein? Weißt du, wie läuft? Oh. Das stimmt. Ich bin ein kein Drache mehr. Okay, also ein sehr... Unser Standard-Sprite-Hack einfach. Einfach ein BDF. Ja. Arme. Standard-Sprite-Hack, nichts Außergewöhnliches, nichts Nennenswertes. Okay, also. Was heißt, entweder piept mein Handy oder dein? Dann draufschauen, also. Vermut mal, ach, ich habe... Ich ja, das passt. Ja, ja, ist okay. Ah, und jetzt bist du... Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also. Ich benutze nicht seinen Mund zum Beispiel. Meine Güte. Einfach nur. Also, ich sehe schon, da werden wir auf jeden Fall noch einen zweiten Part machen können, weil es gibt noch so viele Hacks auf diesem Ding. Bong. So ein Scheiß. Dragon Warrior Mario! Okay, du bist. Ja. Wenigstens bist du jetzt wirklich ein Dragon Warrior. Da. Ich bin King. Mambo, is that you? Ei, 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 Coco, Jumbo, was? Und ein Schild. Du kriegst ein Schild und jetzt bist du ein großer. Es sieht einfach so. Es ist doch einfach, du hast den kleinen Sprite und tust ihn einfach ein bisschen zerren. Stretchen. Oder? Er wurde gestretcht. Okay, also. Bis zu Ende. Ah, natürlich eine Schwertblume. Jetzt schießt. Lass ihn ran mit Schwertern. Ja, natürlich. Also irgendwie ist dieser Spread-Hack doch billig. Sehr, sehr billig. Also der hat jetzt einfach nur das Bild genommen, einfach gestretched. Ja, weißt, also... Ich renn durch. Meine Güte, also wer es bis jetzt durchgehalten hat, mein Respekt, wirklich. Also Ich schaff das. Ich denk selber, also es ist craptastic. EDS Mario? EDS Mario, okay. Aha, du bist ein Kuh? Okay. Komm mir vor wie aus Dinger aus. Super Nintendo. Und der schießt Marius? Er schießt Marius. Ach, das ist ja cool. Ich bin ein Kugelfilly. Okay, das finde ich jetzt aber wieder witzig eigentlich. Ui. Okay, das finde ich jetzt wirklich witzig. Kannst du mir mal kurz pausieren beim nächsten Kugel? Genau. Das ist doch Mario, oder? Oder Luigi. Oder Luigi, ja stimmt, die sind ja hier etwas. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, den Hack. Cool. Also, das sieht eigentlich ein anderes Level-Design. Ein paar Gegner sind auch geändert. Buhu spielst du hier, wenn du größer bist, Kugelwilli. Das finde ich jetzt nicht so schlecht eigentlich, den Hack. Ich finde das cool. Ja, das hat was, das ist sowas. Gut, da muss ich hoch. Das ist etwas, das kann man einfach mal spielen zwischendurch. Das ist gar nicht mal schlecht. Also es sieht zumindest bis jetzt nicht schlecht aus. Mein Gott, dass wir diesen Crap... Gedöns. Tatsächlich mal was Originelles finden, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ganz ehrlich. Ich auch nicht. Meine Güte. Billy! Was bin ich jetzt? Ein wütender Kugelwilli. Ich habe das Gefühl, dass ich auch so schon dahin bin. Jetzt bin ich das zweite Level doch. Ja,
Ja, also da hat sich jemand auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ein bisschen mehr als die anderen sonst hier. Ja, also das ist jetzt so ein Hack, wo ich sagen würde, den kann man schon mal spielen, wahrscheinlich. Obviously. Ich sag aber wahrscheinlich, weil ich weiß jetzt nicht, wie die restlichen Levels sind. Keine Ahnung. Das war knapp. Vergessen, dass ich Feuerblume hab. Lauter Marios. Ich würde jetzt sagen Kugel-Willi-Level, aber jetzt müsste ja eher sein Kugel-Mario-Level. Lass mich cheaten! Oh nein, ich bin wieder ein Buhu. Eigentlich dürfte ich ja jetzt nichts treffen. Wir sehen, Geist, du bist doch eh schon tot. Okay, das ist gemein, wenn man da nicht... Ah, guck mal, du hättest da oben gar nicht langlaufen können auf die Dauer. Ach, Mann. Oh, shit. Well. Doch. Ah, ich sehe schon. Oder auch nicht. So schlecht. Well, game over for you. Nein, ich werde das nicht akzeptieren. Okay, ich hab Kippius. Und du bist jetzt mit Elf Kong an. Echt jetzt? Waren wir nicht weiter oben, oder? Ah ne, tatsächlich Elf Kong. Dann schauen wir, was das ist. Donkey Kong, Pauline und... Du siehst aus wie so ein kleines fettes Elbers. Was zur Hölle bin ich? Ich weiß es nicht. Jetzt brauche ich eigentlich ein Keyboard, dann könnte ich hoch und runter gleichzeitig machen. Dann könnte ich die Leiter nämlich runterklettern. Wie runter? Es gibt einen Glitch hier, dass du die Leiter ganz am Anfang runterklettern kannst und dann hier oben wieder rauskommst. Ist ja witzig. Ja, kann man sich in den TS das eigentlich gut angucken. Da gibt's ja, oh Gott, die sind bei so vielen Sekunden. Also es ist einfach Donkey Kong. Okay, mit einem komischen Viech. Super Mario Brothers Eraserhead. Du siehst aus wie ein Ami. Ja, irgendwie. Go. Ein E. Gib mir ein E. E. Mario of America. Ich glaube, das ist Skills ursprünglich ist dann. Genau. Ich wollte es noch nicht akzeptieren, weil America voll cool kann. Das ist Sonic Boom. Schmeiß ich Granaten? Es sieht so. Das ist ja richtig America hier. Was haben wir noch? Evil Mario. Also ich will euch kurz was zeigen. Wir sind jetzt hier auf der Seite. Es geht noch eine Weile weiter. Wir sind hier noch nicht am Ende. Hier ist das Ende. Also ihr seht, wir haben noch genug zu tun. Ja, wir haben noch genug vor uns. Mehr als genug. Mehr als genug. Evil Mario ist als nächstes dran. Und okay, was bin ich denn? Sieht aus wie so ein komisches kleines Männchen. Nicht wie ein kleiner SM? So, hallo, ich mein SM. Und was merkst du? Gut, hallo. Oh, der sie guckt doch traurig. Ach, guckst du. Ja, damals, da hat man noch 5er zahlt und schön, konnte man schön eine SM-Büde gehen. Aber jetzt musst du über Röhren springen. SM Mario oder Aussicht. Stars Lieblingsbeschäftigung. Ist oder gar Köln. Guck mal, wie weiß das ich. Das sieht so aus wie ein Trainingsanzug. Ein weißen Trainingsanzug. Nö, ich müsste nur einfach lange zurückhalten. Ach du Scheiße. Evil Zed Super Mario Bros. 3. Evil Zed. Okay, Mario mit Hut. Evil Zorro? Irgendwie. Ja, Mario mit dem Hut. Hatte der Goomba gerade Krawatte an? Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Oder wird vor lauter Craptastic schon meine Augen komisch? Ich glaube, zweiteres. Ah, eine Cappy jetzt auch. Okay, ja, es ist. Er hat ein X. Okay. Oh, das sieht aus wie eine Krawatte. Tanuki! Oh, Mario, I'm tired of your Tanuki-Shit. Ab ins Ziel! No! Das wäre jetzt gut ein Glück gewesen. Das wäre ich. Ja, also es ist einfach irgendwie Mario... Ups. Jetzt hast du gespeichert! X-Sidebike Mario. Das gebe ich mir noch. One. Und...
What? Okay. Fahr ich jetzt hier ohne Motorrad? Sieht aus, du versuchst zu rennen. Das sieht so komisch aus. Das sieht so merkwürdig aus. Ich kann dem nicht. Ich kann dem nicht zustimmen, diesem X-Side-Bike. Hui! Und hui! Und auf die Fresse. Du musst doch gar nicht. Auf Mario und Hell. Und warum? Weil da steht Hell. Ist das der Mann mit dem Hut? Ja, ich glaube, der ist böse. Okay, Dämon Mario mit dem Hut. Ja. I did not expect that. Plot twist. Fancy Mario Challenge. Challenge. Mario Slot. Mario Slot. Noch eins. Ja, da. Ach, wir sind schon bei drei Seiten durch. Hier. Ja. Yeah. Fancy Mario Challenge. Okay. One plumber, two plumbers. Okay. World 1-1. I'm ready. Oh. Oh. Das ganze Ding ist verbuggt. Ach so. Da hat ein gewisser Hacker nicht aufgepasst. Ich glaube, das ist Final Fantasy Mario. Final Fantasy Mario. Ich glaube, das ist der Typ von Final Fantasy. Jo. Oh, das ist aus dem 1er, oder? Ja, oder aus dem 2er. Oh Gott, das habe ich nie gespielt, ehrlich gesagt, das 2er. Ich auch nicht, ich rate nur. Fishy Mario Brothers? Ich bin ein Fisch. Oder? Bist du ein schwuler Fisch? Nein, ich nehme Fischstäbchen nicht gerne in den Mund. Naja, es ist Cheep Cheep. Ja, ist einfach Cheep Cheep. Der in zwei Teile. Okay, das ist etwas brutal. Ice Frank. Okay, schauen wir mal, war das. Luigi. Hi. Zum Glück kann man das gerade nicht sehen. Oh, ich bin. Okay, verändertes Level-Design. Ja, immer willkommen, oder? Immerhin etwas. What up? What up? Okay. Whee! Oh, das ist eine Tür. Aha. Whee! Ich denke mal, mit Super Jump kommst du da hoch, oder? Ja, aber ich versuche hier gerade den Kleinen hier aufzuheben. Er hat nach seiner Mama gebrüllt. Oh, das ist aber nett von dir. Ich war. Oh, okay, gleich mal ein blauer Birdo. Der. Hat Birdo sich gerade auch selber aus der Existenz geschossen? Down to What the Down hell? To Oblivion. Die ist jetzt. Also, was zur Hölle passiert mit diesem Screen gerade? Warum läuft der in der Luft? Ich weiß es nicht. Why? What? Why? Das nenne ich mal schlampiges. Das ist doch mal. Das ist mal eine. Ich guck mal. Das ist eine Glitch World. Das ist eine echte Glitch World. Wie soll ich da überhaupt was schaffen? Okay. Eyes of Frank. Aber dann verändert das Level Design? Hat Frank wieder was geändert? Ja, hat er. Ja, ich bin gleich zu Anfang. Ich wollte sagen Pilz. Da ist ein heiß geklickter Pilz. Irgendwie erinnert. Aber anscheinend hat Frank hier ein bisschen aufgepasst. Danke, Frank. Ja, auf jeden Fall danke, Frank. Und gute Nacht. Ich glaube, da wird unser Let's Play, Gameplay, was auch immer das hier jetzt gerade ist, nie angucken. Nein. Er würde nach dem ersten Spiel sagen, boah, nee, nicht die Spacken und aus. Die haben mich das letzte Mal so verstanden. Was? Okay, aber ich weiß aber, diese komischen. Das erinnert mich an Mario Land. Was? Das ist ein Level, das ist aufgebaut wie in Mario Land, Welt 3. Welt 3-1 in Mario Land. Erinnert mich das hier gerade die Stelle. Mein Gott, ja. Ich hab keine Ahnung. So ein bisschen, aber da fehlen natürlich die Felsen und alles dazu, aber. Ich glaube, ich habe das Mario Land ein einziges Mal durchgespielt. Einmal? Oh Gott, ich habe das als Kinder dauernd durchgespielt, glaube ich. Ich bin.
Der Witz ist halt, wenn du es nach Jahren dann wieder besuchst, einfach durchhalst, du denkst, ey, mein Gott, war ich scheiße als Kind. Eyes of Frank Part 2. Okay, ein zweiter Teil. Frank ist dieses Mal sehr aktiv gewesen, also in der Zeit. Ja, ich glaube, der macht das. Er hat das gern gemacht. Okay, Frank, eine Frage habe ich. Wie zum Teufel soll ich da haben? Ich glaube, das sind versteckte Blöcke. Ja, werde ich nie herausfinden. Wirst du nicht. Dankeschön. Bitteschön. Eyes of Frank. Nochmal. Mein Gott, also ich sag ja, Frank war... The Eyes of Frank. Sehr aktiv, also... Mein Respekt dafür. Nichts. Vor allem, wenn man diese Geduld hat. Also ich hab mir das selber mal angeguckt. Sein oder nicht so? Och, nö. Ich mag dein Interface. Shit. My heart is screwed up. Aber ich muss sagen, also wirklich Respekt dafür trotzdem, weil ich selber habe mich auch mal dran versucht, an so kleinen Hacks. Wieso bin ich jetzt gestorben? Weil du auf den Fisch gesprungen bist. Darf ich das nicht? Nein. Unschuldig. Erinnerst du dich noch an unseren Propeller, Joe? Also, ja, ich habe das selber probiert, es ist gar nicht so einfach. Also, zwar mit Mega Man 3, aber glaub mir, ihr kennt doch noch aus Mega Man 3 diese Kugel-Joes, diese Typen, wo du ihre Kugel schwingen und dann nach euch werfen. Bei uns wurden sie zu Propeller-Joes. Und die sind dann... Unser Wärterherr-Star hat einen kleinen, klitzekleinen Wert geändert und plötzlich sind sie alle aus dem Bildschirm geflogen. Ja. Ich bin... Jason, da oben links steht's. Hallo Jason. Und im Land der Shampoos. Oder? Guck mal, das sieht aus wie so Shampoo-Flaschen oder sowas. Na, erinnert mich gerade, ich sollte nämlich wieder duschen gehen. Oh ja, ja. Ja, empfehle ich. Jetzt bist du Schlafanzug, Jason. Jason muss ins Bett. Nicht jeder Ultra-Bösewicht hat das. Stimmt, seine Mutti hat ihm ja gesagt, er muss ins Bett. Stimmt, war der nicht deswegen Killer, weil seine Mutter das gesagt hat? Oder dachte er, dass er hat sich immer eingebildet? Oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Lore genau war von Friday the 13th, aber im Endeffekt hat seine Mutter immer gesagt: Jason, du musst sie umbringen. Irgendwie so war das. Ist ein bisschen her, dass ich Jason mal angeguckt habe. Ich kann mich nur an das Spiel erinnern. Friday the 13th. Oh Gott, ja, das Spiel. Wird Friday the 13th, das Unk. Spiel. Nein, wir sind noch zu weit, glaube ich. Alice Cooper. Nein, das ist der Anfang. Eins rechts. Nee, halt mal. Was da ja? Super Fagma, egal. Hab ich's jetzt kaputt gemacht? Gib mal rüber. Irgendwo. Nimm's einfach mal. Jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt sind. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Es ist ziemlich merkwürdig. EDS, hier sind wir. Wir waren bei Freddy vs. Jason. Super Mario Bros. Fucked up. Scheiße, das hätte ich noch mal gehört. This is pretty fucked up. Okay, komm, Mittelfinger. Vor allem, jetzt kam gerade der Sprite von Peach. Was zum... What? Was heißt Kabinett? Was zur Hölle? Einfach nur, was zur Hölle ist das? Das ist wirklich Fucked Up Edition. Das ist sogar Advanced Fucked Up. Fuck. Das steht auf dem Boden, fuck! Ne? Da blinkt's, fuck! Guck mal, wie das blinkt. Fuck. Oh Gott. Das ist wirklich Fucked Up Edition. Jabbit. Oh. Hanshin Tigers, Jabbit Hunting, 2001 bei Ethan Chong. Let's play now. Ich glaube, das ist Karate Kid. Hey? Ja. Sind das Karate Kid bei Hasen? Ja, Tigers irgendwie. Irgendwas klingelt da. Okay, ja gut, das kann sein. Ah, eine Röhre. Ey, ist aber ein anderes Level, diese. Jetzt sind da... Ach, fucking Furries. Ich muss dann mal kurz auf Klo. Ich hab da ein bisschen... Hä? Jetzt wurde hier weggesprungen. Ja, das war einer. Oh! Das Mario Bros. Der Giftpilz. Ja, Säcke. Glass Mario. Was wird nicht? Er ist so gut wie unsichtbar. Fuck you. Okay. Da läuft ein Hammer rum. Okay, meine Hand. Box. Auf Glass.
fuck you. Mentor, der Entwickler war sehr nett, der hat die Menschen. Aber ich finde die Idee witzig, das sind Hämmer. Hab ich doch gesagt. Mhm. Ich finde die Idee witzig, also. Nur das fuck you, das ist ein bisschen. Okay. Ist halt ein bisschen übertrieben. Ja. Und ich schieß Glas. Okay, was soll ein Glas ernsthaft gegen Hämmer ausrichten? Ich hab keine Ahnung. Ich beschmeiße dich mit Glas. Und oh nein, mein oh Glas nein, ist kaputt du gegangen. Mich mit Glas. Wie kannst du nur? Obwohl, Glas kann schon, wenn du ein Schaf bist. Ja, aber gegenüber Hämmer? Oh, wer weiß. Wer weiß. Goombas Revenge. Okay. Na, lass mich ran, du darfst dann. Du darfst dann am Ende gegen Ding antreten. Als Goomba springe ich auf Pilze. Ist cool. Wahnsinn. Gothic Mario Brothers. What? Es sieht eher aus wie SM Mario. Irgendwelche Shop. Eric. Shop 11, Eric. Ah. Dr. P. Dr. Pepper? Trinken Goth Kids jetzt neulich Dr. Pepper oder was? Neulich? Seit neuestem. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also, wenn, dann merke ich nicht viel davon. Hm. Wir verkaufen sie nicht bei dir, Dr. gell? Pepper verkauft sich nicht bei mir gut. Hm? Mein Chef. Was sind denn das für. Sind das Frauen oder was? Oh nein, jetzt ist auch noch eine Schuchtel oder was? Frauen schaden dir. Keine Ahnung, ich nehme. Mario in SMB. Mario? Mario mit mehr Haar? What? Da. Fuck. Mario! Hallo, Mario! Wie geht's dir so? Harold! Kommst du nach Hause? Mario! Come back at home! Sind das Igel? Wow! Ich glaub, du bist gerade gestorben. Ja, das ist gemein. Rechts? Okay, ich bin Mario. Super Mutant Ninja Turtle. Okay. Bombe? Die ist irgendwo explodiert. Ich, mir fällt da nicht so ein. Außer Yoshis Hash Cookie. Oh Gott. One player. Okay. Ja, warum nicht? Okay. Das sieht eher aus wie Peter Griffin aus Koks. Aber echt, ey. Ja, es ist einfach Yoshis Yoshis Cookie. Peter aus Koks! Dieser Mario macht mich so fertig gerade. Der sieht so richtig kaputt aus, einfach. It's 420? Ich glaube einfach, du bist zu breit. Aber echt, ey. Ja gut, Mario sieht aber auch so richtig breit aus, ganz ehrlich. Dann habe ich eine Bombe und... Ach Gott. Leid, ehrlich. Headless Mario. Boah. Man hat einfach den Kopf rausgemacht. Und den Goomba-Kopf. Alles komisch. Ja, also... Ist das... Warte mal. Kommt mir sein Arm nur so lang vor? Ich glaube, das kam dir nicht so lang vor, weil sein Gesicht davor meistens war. Wahrscheinlich, ja. Also es ist. Ihr seht selber, es ist einfach. Jeder hat keinen Kopf. Hobbit Mario. Oh, ich denke aber jetzt. Huch. Ja, wir haben auch schon nach 10. Ja, dann sollten wir langsam. Dann würde ich sagen, wenden wir es mit. Ich bin Frodo. Oh, okay. Frodo mit riechendem Kleid. Und wer zu. Mario. Mein Gott, natürlich, das erinnert mich voll an die Geschichte. Natürlich siehst du das hier nicht. Das von Herr der Ringe. Geschichte, oder? Frodo sprang von Block zu Block, hat irgendwelche komischen Pilzmonster besiegt und hat mit Feuer, nee, mit Messern um sich geschossen und hat die Pilz- und Krötenmonster besiegt. Um den Ring dann endlich zum Flackenpfahl zu bringen. Erinnerst du dich nicht? Kein bisschen. Mein Gott, das war doch drei Teile. Ich kenne du. Und, okay, und wir gehen in Saurons Castle und hab gewonnen. So, ich würde sagen, zum Schluss gucken wir uns noch Hungry Mario und Hyper Mario an, da sind wir nämlich bei H durch. Und wir haben Hungry Mario. Bounce Starve to Death, Mario. Eat up. Eat up. Eat food. Salt. Okay. Burp. Burp.
Okay. Ja, das ist Mario. Zwei. Halt mal. Hat der... Er hat einen Burger in der Hand. Ein Burger in der Hand? Ach, geil. Okay, das ist witzig. Steht doch was auf den Röhren. Egal. Und Pizza sind die Münzen. Okay. Macht Sinn. Naja, er hat ja Hunger. Das ist okay. Eat food. Ja, also... Boah, es ist... Mal wieder Mario. Also, Ski. Okay. Letzter. Hyper Mario. Und oh, der sieht hyper aus. Schon. Hyper, hyper. How much is the fish? Das sieht schon wieder so ein bisschen Atari-mäßig aus fast. Okay, es ist... Oh ne, es ist ein Hammer, Bro. Und tschüss. Und ein Lucky Two. Deswegen guck Mario so verschmerzt. Ja, dann würde ich auch gucken. Okay. Bitte, wenn. Dein Glück. Dein normales Glück hat er wieder eingesucht. Ich denke, dafür sind wir heute durch. Sind wir gekommen. Und ihr seht, wir haben noch ganz viel vor uns. So Klassiker wie... Ich habe es davor gesehen irgendwo. Och, wir werden es noch wieder finden. Mario Pillhead. Oder Super Bald Mario, Drunken Mario, KKK Mario. Okay. Mario Brothers irgendwas. Also Super Squirtle, ihr seht, was? Super Sperm Mario. Nur eins, das sind wir noch. Mario Slot. Was soll das denn sein? Oh nein. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich will so viel einsetzen. Und los geht's. Los! Okay. Vielleicht musst du es so lange machen, bis es auf Null ist. Ah, ne, noch nicht. Oh, und jetzt läuft's durch. Und one more. Alles auf die Kirsche. Nicht alles, aber. Dann stehen wir bis morgen da. Jetzt halt. Irgendwie habe ich es geschafft. Und ich kriege. Oh. Yay! Okay. Ich denke, wir haben für heute genug. Also, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei diesem craptastigen Marathon. Und ich denke, da kommt auf jeden Fall, natürlich machen wir noch weiter, weil wir möchten natürlich wissen, was für Müll wartet denn heute noch auf uns. Was und dann auch nochmal danke an dich, Red, dass du da warst. Kein Ding, du bist eigentlich, also wenn man es ganz genau nimmt, bist du ja eigentlich bei mir. Genau, und du bist bei mir in der Aufnahme. Also es kommt das ist ziemlich komisch. Irgendwie schon. Aber ich kann einen Satz bringen, solange deine Beine unter meinem Dach hast. Das ist nicht dein Dach. Ich zahle dafür, für den Schein. Aber nur für diesen Abschnitt. Und das ist immer noch nicht dein Dach. Doch, da kleben Sterne. Ja, aber das sind nicht deine Sterne. Ach, egal. Geht so lange noch kein... Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin macht's gut. Euer Star, das war 33. Und Captain Red.